Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht, was kann ich euch als nächstes in einem Video zeigen, und meine Wahl ist dabei auf eine kleine Spezialdruckfirma hier mitten in der Stadt in Leipzig gefallen. Eine Firma, die sich über viele, viele Jahre einen Namen gemacht hat und vor allem auch sich spezialisieren konnte bis in die DDR, und was danach passierte, ja, das werden wir alles hoffentlich gleich erfahren, wenn ihr dran bleibt. Also bleibt am besten eingeschaltet und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die Spezialdruckfirma von Max Fährling. Max Fährling war übrigens nicht der ursprüngliche Bauherr dieser hier gezeigten Anlage, denn das Fabrikgebäude, was wir hier sehen, wurde ursprünglich von der Firma Schirmer um ca. 1870 errichtet. Was die Firma Schirmer allerdings produzierte und verkaufte, ist nicht klar. Solltet ihr da Informationen haben, könnt ihr das natürlich wie immer sehr gerne in die Kommentare schreiben. Fakt ist, dass verschiedene Waren durch die Firma Schirmer vertrieben wurden. Ob man sie genau hergestellt hatte oder nur verkauft hat, ist vage. Aber die Firma Schirmer hat sich im Viertel einen recht guten Namen gemacht und die Geschäfte liefen sehr gut, so dass sich die Firma auch dort im Viertel etablieren konnte und sich sogar über das heutige Areal, was noch vorhanden ist, hinausdehnte. Das, was da allerdings errichtet wurde, ist heute nicht mehr vorhanden, also zumindest glauben wir das, denn ringsum um die Anlage stehen heute Plattenbauten, also wahrscheinlich wird da im Krieg einiges kaputt gegangen sein, vermuten wir. Nachdem die Schirmers sich mit Ende des 19. Jahrhunderts im Generationswechsel befanden, wurde das Fabrikensemble von einer neuen Firma schlussendlich gekauft, etwas modernisiert und schlussendlich natürlich auch bezogen. Ab 1911 wurden von hier aus verschiedene damals sehr neuartige und schwierige Buchdruckverfahren sowie Papierveredelungen durch die Firma Max Fährling durchgeführt. Max Fährling machte sich übrigens auch einen Namen zum Thema Anilindruck. Anilindruck ist nichts weiter als ein Flexodruck. Flexodrucks sind im Prinzip verschiedene Hochdruckverfahren mit verschiedenen Druckerplatten und so weiter und so fort. Wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr da gerne mal Wikipedia nachschlagen. Anilin selbst ist allerdings ein Blutgift und Anilin sorgte zu Beginn dieser Druckgeschichte dafür, dass man einfach eine bessere Farbqualität erreichen konnte. Die kleine Kommanditgesellschaft war zu dieser Zeit hoch spezialisiert und schaffte es selbst über die schweren Kriegsjahre bis ins Jahr 1956. In diesem Jahr wissen wir ja, was da passiert ist, also wissen wir jetzt nicht genau, aber wir wissen, dass mit Ende der 50er Jahre und Beginn der 60er Jahre das Thema DDR immer weiter näher rückte, vor allem auch das Thema VEB und Verstaatlichung war an der Tagesordnung, und so machte es auch vor dieser kleinen privaten Firma nicht halt, und das Ganze wurde dann halt entsprechend umstrukturiert, umbenannt und schlussendlich dann auch irgendwelchen anderen Betrieben zugeordnet. In der Zeit der DDR wurde das Ganze dann als VEB Anilindruck weiter betrieben, denn der Spezialdruck blieb nach wie vor, man konnte also hier nicht groß was anderes draus machen, denn die Firma hatte einfach dafür zu viel Know-how und auch die Mitarbeiter blieben im Betrieb. Bis in die frühen 90er Jahre änderte sich in der Firma nicht viel. Zwar blieben Modernisierungen aus, aber weitere Druckverfahren kamen hinzu. Werbedrucke und Formulare in Großauflagen kamen neben speziellen Verfahren zur Bedruckung von Aluminiumfolie und sogar Zellglas zum Einsatz. Also man hatte hier schon einiges noch hinzugewonnen, aber über die Wände hinaus schafften es tatsächlich bloß ganz, ganz wenige, und leider diese Firma zählte auch wieder nicht dazu. Denn nach der politischen Wende kam die Privatisierung und das jähe Ende für die kleine Fabrik nach, man muss sagen, fast 80 Jahren Tüchtigkeit. Seit nun mehr als 25 Jahren steht das kleine Werk still und hat bis heute so einiges zu erzählen, und es gab viele Details in diesen kleinen Hallen. Es war einiges noch zu sehen, fand ich, und ihr seht ja selbst, das eine oder andere war noch vorhanden, ein paar Schilder konnte man noch sehen, aber ja, schlussendlich war auch hier schon viel, viel zerstört, und ja, ist ja klar, mitten in einem Wohngebiet, das ist der perfekte Abenteuerspielplatz.
Die Stadt kümmert sich nach wie vor nicht um das Objekt. Ob das Ganze hier dem Denkmalschutz obliegt, ist auch nicht so ganz klar. Ich denke mal schon, sonst hätte man es bestimmt schon längst dem Erdboden gleich gemacht. Aber nun ja. Das soll es jetzt an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich blende euch natürlich wie immer noch ein paar Bilder hier ein und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da. In diesem Sinne, bis dahin und ciao.